Dankeschön. So, und Herr Fahrenhorst hat ja gerade gesagt, hier früher waren die Hacker bleich und picklig. Und waren böse. Ich stelle Ihnen jetzt einen vor, der ist weder bleich noch picklig noch böse. Er ist dennoch sowas wie ein Hacker, allerdings in guter Absicht. Man nennt sowas heutzutage modernen Penetration Tester. Gunnar Porada. Seien Sie gespannt auf seinen Vortrag. Ich weiß, er wird Sie einige Male verblüffen. Bitte schön. Dankeschön. Wie gesagt, herzlich willkommen erst einmal. Ich bräuchte, sehe ich gerade das andere Bild, den anderen Beamer mit der Zweifange an. Genau. Geht die zu? Die geht noch nicht. Moment. Sie sehen, das ist immer ein Riesenspaß, den wir hier haben beim Aufbau. Geht? Also ich muss selber umschalten. Das stand gar nicht im Vertrag. Egal. Ich war bei der Vorbereitung, wurde ich gefragt, was wir heute vorzeigen wollen oder was wir heute machen wollen. Ich habe jetzt gerade eben festgestellt, dass wir ein bisschen technische Probleme haben. Wir werden nicht das Mobile Town Banking hacken. Leider Gottes hat der Router hier Probleme bei den Millionen WLANs, die hier funktionieren. Vielleicht klappt das auf der ITSA besser, die wir in 2 Wochen haben. Da werden wir das nochmal versuchen und morgen vielleicht auch nochmal. Wir beginnen mit Festplattenverschlüsselung. Festplattenverschlüsselung ist ein Thema, das eigentlich viele schon an ACTA gelegt haben und gesagt haben, Mensch, das ist doch ein alter Hut. Erstaunlicherweise ist mir aufgefallen, dass viele Konzerne, gerade bei größeren Konzernen, auch Behörden, jetzt mit der Umstellung von Windows XP, die gerade auf Windows 7 stattfindet, das Thema wieder aufpoppt. Und die Leute sagen, Mensch, unsere alte Festplattenverschlüsselung schmeißen wir mit raus. Die Firma wurde gekauft von anderen Ländern, die wir nicht unbedingt dort Einblick haben lassen möchten. Und dann natürlich die Kostenbremse, dass der Vorstand immer sagt, Mensch, Sicherheit darf nichts kosten. Deswegen gehen viele IT-Departments hin und sagen, es gibt ja noch die Microsoft BitLocker-Festplattenverschlüsselung. Kennt ihr jemand von Ihnen Microsoft BitLocker? Mal Hand heben. Keiner. Wer ist zu faul zum Melden? Ja, alle, ist okay. Gut, Microsoft BitLocker-Festplattenverschlüsselung ist interessant, ist bei Windows 7 mit dabei, bei Windows 8 mit dabei, beziehungsweise bei 2008 mit dabei. Und es gibt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt diesen sogenannten TPM-Chip. Wie gesagt, wenn es zu kompliziert wird, fragen Sie daher nochmal nach. Ich versuche, möglichst simpel zu sein. Trotzdem, glaube ich, ist das für einige Unternehmen durchaus ein spannender Beitrag. Nächste Woche oder übernächste Woche bin ich zum Beispiel in Österreich bei einer Bank, die auch gesagt hat, zeig uns das mal, weil unser Vorstand glaubt es nicht. Also, Microsoft bietet das in unterschiedlichen Versionen mit an. Wir sehen hier auf dem Beamer eine Login-Maske. Das ist dieser Computer hier mit der Kamera. Die Kamera kann ich mal hochhalten. Wir können den Mauszeiger auch mal wegnehmen. Diese Kamera zeigt auf dieses Gerät und wir sehen hier, dass sich der Benutzer, kann man das erkennen, Opfer gerade anmelden soll. Das Szenario ist also folgendes. Der Computer hier ist mit BitLocker verschlüsselt, Microsoft Standardverschlüsselung. Für die Authentifizierung haben wir hier den TPM-Chip, den Trusted Platform Module Chip. Das, was viele predigen, was sicher sein soll. Es gibt noch die Option, dass man BitLocker mit einem USB-Stick verwendet. Da wird dann der Schlüssel auf dem USB-Stick gespeichert. Da sagen die Firmen, na, das ist unsicher. Zum einen ist der USB-Stick selber im Klartext, speichert er den Schlüssel da drin. Zum anderen geht er verloren und das bringt einen riesen Aufwand mit sich. Das zweite ist, dass man TPM mit einem PIN benutzen kann. Bei der PIN ist es durchaus so, dass es eine höhere Sicherheit mitbietet. Aber da ist das Problem, dass die Mitarbeiter, wir alle, wir vergessen unsere PIN. Die PIN ist nur für den PC, nicht für den User. Das heißt, wir laufen in die Compliance-Schiene mit rein, dass wir nicht mehr compliant sind. Und es bietet viele andere Nachteile. Es gibt in Deutschland einen Konzern, der hat das eingesetzt bei mehreren 10.000 Computern und sagt, den Fehler macht er nicht noch einmal. Wir bleiben also letztendlich sitzen auf BitLocker mit TPM. Und das, was wir jetzt machen wollen, ist, wir klauen diesen Computer oder wir haben den schon geklaut, so wie ein normaler Dieb das machen würde. Wir haben ihn eingeschaltet und wir landen dann ganz normal bei der Login-Maske. Und jetzt fängt es an spannend zu werden. Der Hacker möchte an diese Daten herankommen. Denn sind wir ehrlich, wenn das Notebook geklaut wird, ist der Wert des PCs irrelevant. Die Daten da drauf sind das Interessante. Er hat jetzt die Möglichkeit, nicht die Festplatte auszubauen und an einem anderen Gerät anzuschließen, um sie auszulesen, da sie ja schon verschlüsselt ist. Er müsste für die Authentifizierung, so heißt das, die Login-Daten damit eingeben, die er nicht kennt. Und jetzt fängt es an spannend zu werden. Es gibt Hacker-Tools, wie dieses hier. Das kann man kaufen im Bauhaus oder bei Konrad. Das ist ein Eisspray, das man ganz normal, wie gesagt, in der Elektronik verwendet. Wichtig ist, wenn Sie Hacker-Tools kaufen, achten Sie darauf, dass das DEKRA geprüft ist.
sonst könnte das gefährlich werden und es kommt einfach nur Eis mit raus, sollte man jetzt nicht anfassen. Was wir dann machen ist, wir schrauben den Computer wieder auf, das habe ich natürlich schon vorbereitet, nicht erschrecken. Funktioniert das mit dem Kabel hier? Der Computer sieht dann so aus, beziehungsweise halte ich das mal in die Kamera, dass wir das besser sehen können. Das ist sehr genau beiseite. Und wir haben hier die Speicherchips. Das sind die Speicherchips, also wie gesagt, der Computer ist noch an. Ich kann das mal so hindrehen, dass Sie das vorne sehen können. Der Bildschirm ist noch an, der Computer läuft noch. Guck mal, dass es mit dem Kabel so funktioniert. Machen wir das so, da können Sie sehen, dass der noch läuft. Und von der Seite gehen wir mit der Kamera ran. Die Speicherchips, und das ist jetzt das Interessante. Dadurch, dass BitLocker oder Microsoft ja schon bootet, ist natürlich die Festplatte schon einmal entschlüsselt. Und jetzt fängt der Hacker an, oder einige aus Amerika von der Universität Princeton haben sich gedacht, Mensch, wenn der schon booten kann, dann muss der Schlüssel für die Verschlüsselung ja genau hier sein, in den Speicherchips. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man die heraus? Und dann gehen wir einen Schritt weiter und nehmen noch so einen USB-Stick mit dabei, da ist so ein kleines Mini-Linux mit drauf. Da stecke ich schon mal hinten mit rein, weil von dem möchte ich gleich booten. Und wir fangen jetzt an mit dem Eisspray, den Schlüssel einzufrieren. Denn wir wissen ja, wenn man etwas einfriert, kann das durchaus Jahrtausende lang gespeichert bleiben. Und das machen wir mal, indem wir da im laufenden Betrieb nach dem Bootvorgang einfach schön Eis drauf sprühen. Man muss auch nicht sparsam sein, man kann da schön reinballern, bis das Zeug Schnee bildet. Nachdem der Speicher also schon gut gekühlt ist, gehen wir einen Schritt weiter und ziehen den Strom raus. Jetzt achten Sie auf den Bildschirm. Zack, der Strom ist draußen. Und wir stecken ihn wieder mit rein. Hinten ist Eis drauf. Und ich starte den wieder und beginne jetzt immer schön rauf dann, bis wir an Ski fahren können. Beginne jetzt, Sie sehen es, er fängt wieder an zu booten. Beginne jetzt von dem USB-Stick zu booten. Der Hintergrund ist folgender. Das Windows-Betriebssystem erlaubt mir ja nicht, ein Image des Speicherinhalts zu ziehen, aber Sie können im Internet kostenlose Tools downloaden und unter anderem eben auch so einen USB-Stick sich selber zurechtbauen. Jetzt booten wir von dem USB-Stick, der hat nur ein minimales Linux drauf, das glaube ich 300 Kilobyte oder noch kleiner ist. Und Sie sehen es hier bei der Kamera, wir ziehen ein Image von dem kompletten Speicherinhalt. Diese Tools können Sie kostenlos downloaden im Internet. Also das ist nichts, wo Sie jetzt viel Geld bezahlen müssten. Das Imagebilden des Speicherinhalts dauert jetzt knapp eine halbe Stunde. Die habe ich zwar als Vortragsseiten, nur dann werden wir nicht fertig. Also müssen wir das etwas verkürzen. Und wir gehen rüber auf den anderen Computer hier. Das ist dieser, wo die Kamera jetzt abgebildet wird. Und schließen die Kamera und gehen in eine Forensik-Software mit rein. Heutzutage heißt das legale Hacken Forensik. Nur mal so als Hintergrundinformation. Das ist die Software Passware, Password Recovery Kit Forensic. Forensic, Entschuldigung, das ist Englisch. Die Firma sitzt in Kalifornien. Ich habe da mit denen Kontakt aufgenommen und mich mal informiert oder gesagt, ich möchte das gerne vorführen in den Vorträgen. War erstaunt darüber, dass eigentlich jeder Mitarbeiter von denen russische Namen hat. Ich glaube, die möchten den Amerikanern mal zeigen, in Amerika, was sie können. Und die sagen, hey, pass mal auf, wenn du so eine BitLocker-verschlüsselte Festplatte hast, dann können wir dir anbieten, dass du dort das Ganze wieder recoverst. Und da drücken wir drauf, wir sehen auch BitLocker, TrueCrypt, PGP, Apple Disk, Firefox, Mac-User, wie auch immer, wir wollen BitLocker. Und jetzt sagen die, wir brauchen einmal das Image des Volumes. Das bedeutet, ein Image der verschlüsselten Festplatte. Wie macht man das? Man baut die Platte aus, legt sie in einen anderen PC mit rein. Man hat dort keinen Zugriff drauf, aber man kann sie blockweise kopieren. Das heißt 1:1. Auch dafür finden Sie die Tools kostenlos im Internet. Zusätzlich, diese Platte hat 10 GB, das ist nur so eine Testplatte. Zusätzlich brauchen Sie den Memory Dump. Das ist der, den wir gerade hier ziehen, beziehungsweise der dann auf dem USB-Stick landen wird. Auch das können Sie danach wieder rüber kopieren und hier mit reinlegen. Und dann drücken wir mal Next. Und der fängt an zu kalkulieren, dass er diesen Schlüssel dort rausliest. Das dauert jetzt ein paar Minuten, in der Zeit erkläre ich das vielleicht nochmal, was wir hier genau gemacht haben. Die Software übrigens kostet 1000 Dollar, kann man durchaus bezahlen. Sie können natürlich auch einen Crack aus dem Internet downloaden. Also als Cracker oder als illegaler Hacker kaufen Sie die Dinger in der Regel nicht mehr. Ich habe sie geschenkt gekriegt, auch da an der Seite nochmal Dank an die russischen Kollegen. War sehr interessant, dass sie mir so eine Vorführversion gegeben haben. Der Hintergrund ist folgender, Microsoft lädt tatsächlich den Schlüssel aus diesem TPM-Modul in den Speicher mit rein
und versteckt den dort. Nur das Versteckspiel bringt natürlich relativ wenig. Wenn man da so ein paar russische Kollegen oder vielleicht auch einige andere in Amerika haben das auch schon rausgefunden, wie man diesen Schlüssel finden kann. Und das ist genau das, was jetzt der Computer macht. Er sucht in diesem Memory Dump, also in der 1:1 Kopie des Speichers, sucht er den passenden Schlüssel für die Festplatte, die wir auch dort als Image mit reingelegt haben. Microsoft weiß davon, das ist wie gesagt vor 3-4 Jahren von der Universität Princeton herausgefunden worden. Microsoft weiß davon, aber anscheinend wissen das nicht alle Vertriebsleute von Microsoft. Denn ich habe von vielen Firmen gehört, dass die gesagt haben, der hat mir gesagt, das funktioniert gar nicht, das geht gar nicht. Das stimmt leider nicht. Dann haben viele gesagt, Mensch, der Microsoft sagte, das dauert Wochen oder gar Monate, bis sie das knacken können. Wir werden jetzt sehen, es dauert 4 Minuten und 30 Sekunden. Auch das wiederum kein Argument. Selbst wenn es Wochen dauern sollte, wissen Sie selber, der Täter bzw. der Mensch, der Ihnen den Computer geklaut hat, der hat die Woche Zeit. Auch das ist kein Punkt. Jetzt hatte ich, nachdem ich in der Schweiz diesen Vortrag gehalten hatte, gleich 3-4 Tage später der Sicherheitschef von Microsoft sich bei mir gemeldet und gesagt, was hast du da gezeigt? Ich habe mit ihm ein bisschen hin und her diskutiert. Er sagte, Mensch, wir bieten ja noch unterschiedliche Verfahren mit an. Ich hatte das eingangs erwähnt, USB-Stick, TPM mit PIN, man kann auch TPM mit USB kombinieren und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, die Firmen entscheiden sich für BitLocker mit TPM ohne PIN. Das ist die präferierte Lösung, so wie wir sie hier gerade knacken, aus dem folgenden Grund. USB wird nicht als sicher anerkannt und TPM mit PIN ist einfach ein zu hoher Supportaufwand. Und wie gesagt, auch nicht die goldene Lösung. Dementsprechend, wenn Ihr Konzern oder wenn Ihre Firma gerade darüber nachdenkt, was Sie dort machen wollen, seien Sie vorsichtig dabei, BitLocker mit einzusetzen. Ich bin nicht gegen BitLocker, das muss man grundsätzlich sagen. Ich will auch nicht gegen Microsoft schießen. Diese Spielereien Linux und Microsoft und Apple und so weiter, vergessen Sie es. Es geht einfach nur darum, dass ich sage, wenn Sie Festplatten verschlüsseln, tun Sie das in der Regel aus einem guten Grund. Wenn Sie das falsch machen, hebeln Sie Ihre komplette Sicherheit selber aus. Nur weil Sie auf ein paar Euro gespart haben, pro Computer kostet so eine Festplattenverschlüsselung, ich glaube 80, 60, 70 Euro, je nachdem wie viele PCs Sie haben. Das können Sie sparen, aber Sie sparen vielleicht am falschen Ende. Glauben Sie auch nicht immer das, was Ihnen die Vertriebsleute erzählen. Besser ist es, da mal direkt reinzuschauen. Wir sollten jetzt auf diesem Computer, und Sie sehen es hier unten in der Ecke, den Wiederherstellungsschlüssel kriegen. Der Wiederherstellungsschlüssel ist das, was BitLocker oder Microsoft beim Anlegen der Festplattenverschlüsselung speichert und sagt, das ist dein Wiederherstellungsschlüssel. Die ID des Schlüssels ist hier oben, die 266. Und wir werden gleich noch den eigentlichen Wiederherstellungsschlüssel haben, schwieriges Wort, der da angezeigt wird. Und es dauert jetzt noch knapp 30 Sekunden. Wir werden als zweites danach gleich noch die Deutsche Bankseite hacken und ein bisschen Geld verschenken. Weil das, glaube ich, das ist, was viele eher verstehen und lieber sehen möchten. Nichtsdestotrotz warten wir noch ein paar Sekunden, um dann letztendlich den Wiederherstellungsschlüssel angezeigt zu bekommen. Auch das, es ist ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Ich verstehe das auch ein bisschen technisch. Der Wiederherstellungsschlüssel erlaubt Ihnen, die verschlüsselte Festplatte an diesen Computer anzuschließen. Und Microsoft sagt dann automatisch bei Windows 7, oh, du hast eine verschlüsselte Platte, möchtest du die recovern? Und zum Recovern brauchen wir da oben nachher diesen Schlüssel. Die Datei, die wir im Hintergrund geöffnet haben, hat der Hacker in der Regel nicht. Das haben wir jetzt nur dort schon mal geöffnet, damit wir das gleich vergleichen können. Der Hacker hat aber die Möglichkeit, sich das iSpray zu kaufen. Kostet in der Schweiz 15 Franken, in Deutschland 3 Euro. Dementsprechend brauchen Sie danach nur noch das Gerät aufschrauben, das Ding schön einsprühen, den USB-Stick vorbereiten und kriegen, und er ist jetzt fertig, danach tatsächlich aus dieser Software heraus, wir sehen es hier, die ID ist das hier, ist identisch zu der Zahlenkombination hier oben. Und der Key, den er dort rausgeladen hat, ist der untere, steht auch mit dabei, ohne die Minuszeichen reinzugeben. Das ist genau der hier oben. Damit würde ich sagen, ist Microsoft BitLocker mit TPM kompromittiert. Würde ich nie einsetzen. Kann ich Ihnen auch nur empfehlen, ohne dass ich gegen Microsoft bin. Ich möchte von denen nicht verklagt werden. Wenn Sie TPM mit PIN einsetzen wollen, ist es nicht knackbar, muss ich fairerweise sagen. Sie kriegen aber eventuell Probleme, diese PIN zu handhaben. Wie gesagt,